Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Sona. Seitdem die Sona Tachyx Strats bereits vor Jahren eingestellt wurden, hätte ich nie gedacht, dass ich sie noch einmal als wirklich starken Pick deklarieren würde. Nachdem sie nun in Patch 14.7 allerdings ordentliche Buffs bekommen hat, ist ihre Winrate praktisch überall 2-3% nach oben geschnellt. Was vor allem daher beachtlich ist, dass sich ihre Pickrate nahezu verdreifacht hat und Sona historisch betrachtet eigentlich immer ein Champion war, den fast ausnahmslos OTPs gespielt haben. Sonas Early-to-Early-Midgame ist weiterhin ziemliche Grütze, ab dem späten Midgame ist ihre Winrate aber absolut geisteskrank. Bevor wir zum Abfallleimer der Woche kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Bei welchem Champion macht es eurer Meinung nach am meisten aus, ob dieser Champion von einem OTP oder einem Normalo gespielt wird? Schreibt euren Pick unbedingt in die Kommentare. Damit fliegen wir jedoch direkt zum Abfallleimer der Woche und dort zu Rell. Falls ihr keine Patch-Notes lest und auch nicht unsere Patch-Rundowns auf YouTube, TikTok oder Insta schaut, dann habe ich eine kurze Ansage an euch. Spielt bitte niemals Rell Jungle. Rell Jungle wurde von Riot in Patch 14.7 komplett entfernt. Sie hat daher keinerlei Damage Modifier mehr. Ihr könnt also auf ihr wirklich ungelogen nicht einmal 2 Jungle Camps machen, ohne zu sterben. Dennoch spielen momentan über 3% der Leute sie weiterhin im Jungle und verlieren praktisch jedes einzelne Spiel. Die Datenlage ist ziemlich mau, ihre Winrate liegt allerdings irgendwo zwischen 30-40%. Ich habe sie im Pro-Play gerne gesehen, muss aber ehrlicherweise gestehen, dass sie im Pro-Play im Jungle schlichtweg nicht balancebar ist. Von daher kann ich Riots Entscheidung, sie für immer aus dem Jungle zu verbannen, ziemlich gut nachvollziehen. Springen wir damit aber direkt zu unserem Nope der Woche und das ist Skarner. Nach seinem Rework hatte er direkt einen saftigen Raketenstart in Sachen Bunrate hingelegt. Er ging direkt von 0 auf weit über 30% Bunrate. Seine Winrate sieht aber momentan katastrophal aus. Er hat momentan in Emerald Plus 36,4% Winrate und hat damit eine noch schlechtere Winrate als Huey bei seinem Release, bei dem bis heute die meisten Spieler nicht einmal wissen, was seine Fähigkeiten überhaupt machen. Für gewöhnlich würde ich sagen, hey, das ist komplett normal, jeder Champ hat beim Release eine grottenschlechte Winrate, aber so dermaßen niedrig wie Skarners Winrate habe ich bis heute eigentlich noch nie etwas gesehen. Fliegen wir damit aber direkt zu unserem Broken Pick der Woche und das ist Diana Jungle. Sie hatte in Patch 14.6 Buffs bei ihren Base Stats und auf ihrer Passiven bekommen. Die meisten Leute hatten diese Buffs ja als ziemlich irrelevant betrachtet. Tatsächlich hat sie aber von allen in Patch 14.6 gebufften Champions den größten Winrate-Zuwachs gehabt. 2,3% Winrate-Zuwachs unter Berücksichtigung aller Ränge hatte sie bekommen und insbesondere im höheren Elo-Bereich ist sie mit einer Winrate von fast 54% extrem stark unterwegs. Spätestens seitdem Arguri nun mit ihr mit über 70% Winrate Challenger erreicht hat, zweifelt, glaube ich, niemand mehr so wirklich daran, dass dieser Champion wieder eine absolute Maschine ist. Fliegen wir damit aber direkt zu unserem Item der Woche und das ist Infinity Edge. IE durfte sich in Patch 14.6 über einen saftigen Buff freuen und hat dort 10% mehr Bonus Crit Damage bekommen. Eine Änderung, die auf jeden Fall mächtig reingeschallert hat. Das Item hat mit über 55% Winrate eine der höchsten Item-Winrates im gesamten Spiel. Es gibt nicht einen Champion, auf dem das Item nicht mindestens 51% Winrate hat. Insbesondere auf Hyper-Carries wie Jinx, Twitch oder Seri hat das Item aber eine abartige Winrate. Falls ihr also zu diesen komischen ADCs gehört, die der festen Überzeugung sind, dass man IE super als letztes oder vorletztes Item bauen kann und zwingend nochmal vorher Collector, Rapid Fire Cannon und Stormraiser braucht, dann solltet ihr das Ganze, glaube ich, spätestens ab diesem Zeitpunkt sein lassen. Damit wird es jedoch Zeit für unseren Fail der Woche und da knüpfe ich direkt an unseren Fail von letzter Woche an. Ganz kurzer Recap, die VCS, die höchste vietnamesische LoL-Liga, kam aufgrund von Matchfixing-Ermittlungen zum kompletten Stillstand. Ergebnisse wurden gestrichen und die Playoffs erstmal verschoben. Die Ermittlungen sind nun abgeschlossen und die Ausmaße des Matchfixings in der VCS sind noch viel, viel schlimmer, als wir alle befürchtet hatten. Alle 8 Teams waren zumindest in Teilen am Matchfixing beteiligt. Es gab nicht ein einziges Team, das nicht
im Matchfixing involviert war. 32 Spieler wurden daher vorläufig suspendiert. Beim Team Rainbow Warriors wurden so alle Spieler als auch das gesamte Coaching-Staff gesperrt. Das Ganze ist der größte Matchfixing-Skandal der League of Legends-Geschichte. Alle Teams müssen sich jetzt natürlich erstmal jede Menge neue Spieler holen. Die gesamte Situation der Liga ist daher weiterhin, sagen wir mal, ziemlich chaotisch. Die Playoffs haben allerdings bereits gestartet. Dort mussten dann Teams wie zum Beispiel Viking Esports einfach mal den Head Coach und Co-Owner SOFM als Supporter antreten lassen. Es sei jedoch angemerkt, dass die Ermittlungen noch nicht endgültig abgeschlossen sind. Ich glaube aber kaum, dass man vorläufig ohne konkrete Anhaltspunkte einfach so 32 Spieler bannen würde. Kommen wir direkt zum Trick der Woche und dort zu einem sehr, sehr nützlichen Redemption-Trick. Wenn euer Teammate Sonias benutzt, aktiviert instant euer Redemption, sobald ihr das Sonias seht. Das gleiche gilt auch für Bards Ult. Sowohl Sonias als auch Bards Ult halten exakt 2,5 Sekunden. Redemptions Aktivierungszeit ist ebenfalls 2,5 Sekunden. Wenn ihr euer Redemption also benutzt, sobald der Stasis-Effekt beginnt, geht euer Redemption instant durch, sobald der Stasis-Effekt vorbei ist. Extrem nützlich, um Teammates zu retten und um entscheidende Teamfights nochmal rumzudrehen. Beantworten wir damit aber direkt die Frage, was macht eigentlich Riot? LoL bekommt neue Server für den Nahen Osten und für Nordafrika. Bereits seit langem hat die LoL-Community sich weitere Server gewünscht. Jetzt wird das Ganze Realität, allerdings mit einem ganz, ganz faden Beigeschmack. Denn direkt zur Veröffentlichung dieser Nachricht wurde auch bekannt gegeben, dass LoL und TFT bei dem durch die saudische Regierung unterstützten eSports World Cup gespielt werden dürfen. In der Vergangenheit hatte Riot LoL auf jeglichen Third-Party-Turnieren strikt verboten und Spieler für die Teilnahme an Kleinigkeiten wie Showmatches gebannt. Riot selbst sagt, dass sie nichts mit dem Event zu tun haben werden und berufen sich darauf, dass sie dieses Event nur genehmigen, weil es ja so wichtig sei, Spieler des Nahen Ostens eine Möglichkeit zu geben, an einem großen Turnier teilzunehmen. Ich und so ziemlich jeder andere geht natürlich davon aus, dass hier Geld mit im Spiel war, auch wenn das natürlich nur eine Vermutung ist. Sollte dem jedoch so sein, wäre das aus meiner Sicht verdammt peinlich, immer strenge Regeln zu haben, bis dann vielleicht jemand mit der goldenen Kreditkarte winkt. Das war's aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten LoL-Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nur wenige Abonnenten fehlen uns, damit wir unser 1000 Abo-Giveaway starten können. Und vergesst nicht, nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.